Ja, die beiden sind jetzt drin, die können sich jetzt auch mal anfangen. Auch jetzt beide gewaschen. Ne, was ist denn mit dir? Schon wieder? Was ist mit dir? Hä? Wo willst du hin? Wo ist er hin? Rex? Wo ist Rex denn geglitscht? Wir haben immer noch kein Auto. Ja, egal. Wenn es eh nur ein Glitch ist, dann kann ich da eh nichts dran ändern. Aber wir können weiterhin noch Aufträge machen. Spielplatz statt Parkplatz. Hallo. Um unser Haus herum brauchen wir dringend Veränderung. Wir hatten da einen großen Parkplatz, aber jetzt haben unsere Enkelkinder aufrecht gehen gelernt. Und sie können ja nicht gut neben den Autos spielen. Wir bitten also höflich darum, aus einem Teil des Geländes ein Paradies für einen Dreijährigen zu machen. Prima wäre, wenn sich zumindest Schaukeln, ein Sandkasten und ein kleiner Fußballplatz dort befinden würden. Voraus danke für die Hilfe. Im eigenen Namen sowie in dem Namen der Enkel. Monika Friedrich. Und das machen wir auch mal. Für kleine Kinder kann man vieles machen. So ein großer Parkplatz da. Ich würde gerne eines der Autos da behalten. So. Ich würde gerne Autos kaufen. So, hier Gegenstände verkaufen. Pflasterstein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann noch das hier wahrscheinlich, ja. Ach, der muss auch verkauft werden, okay. Die müssen alle hier verkauft werden. Machen wir erstmal genug Geld. Müssen dann weniger aus eigener Tasche bezahlen. Den Rest bezahlen ja die. So. Auch noch weg. So. Streu der Decke Sand. Und hier, was müssen wir hier machen? Streu die Decke einfarbiger Kies. Einfarbiger Kies. Machen wir das. Kleinste. So. Ah, hier machen wir ganz vorsichtig. So. Ah, noch ein kleines bisschen. So. Ja. So. Wenn wir ganz vorsichtig hier sein. Immerhin haben wir schon mal jetzt 2000 Euro Einkommen. Was passiert, wenn wir so machen? Ah. Haben wir zu viel. Ah, hier ist so wenig. Müssen wir noch mal so. Ah, wir können größer machen. Oh, die Fläche. Und auch. Jo, richtig klein können wir auch noch machen. Okay, nice. Noch ein kleines bisschen. Und. So. Und hier. So, und den Rest können wir
So, genau, Anakin. Ja. Perfekt. Bis auf das kleine bisschen, aber hier machen wir gleich. Hier jetzt Sand. Machen wir das hier. So. Dann müssen wir hier jetzt ganz vorsichtig sein. Genau, anecken. Kleines bisschen. So, ja. Und hier. Und hier. Noch ein bisschen. Hier ist schon die Grenze. Wohin? So. Ja. Hier noch. Noch ein kleines bisschen. Ja, okay, wird nichts mehr. Das ist schwer. Ist nicht gerade einfach. Und dann hier noch. Hier. Sobald wir den Rand fertig haben, können wir hier richtig Vollgas geben mit dem Sand. So. Hab meinen Hals kratzt wieder. Entschuldigung. Ich glaube, eine Erkältung bahnt sich an bei mir. Noch hier. Ja. So. Dann haben wir es gleich schon fertig. Und so. Da packen wir drauf. Dann haben wir es hier. Hier will der jetzt Nadelstrauch, konische Form. Nadelstrauch hoch, unregelmäßige Form. Okay, den. Sagen wir mal, einer kommt hier hin. Kommt davon einer noch. Sagen wir mal, so dahin. Dann kommt einer noch hier hin. Und dann von dem anderen brauchen wir noch so hier ein und hier ein. Komm, irgendwo hat er sogar noch Platz gehabt. Komm schon. Ja. Und so.
Decken und gießen. Und den hier. Und der hier noch. So, dann hier haben wir das alles fertig. Ja, hier ist fertig. Bin nur noch hier. Streue die Decke mit Sand. 97% irgendwo fehlt ja noch was. Wo fehlt denn noch was? Irgendwo. Wo fehlt denn was? Schon diese Ränder hier, wo hier noch was fehlt. Hier bin ich sogar weit drüber. Aber hier wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen. So. Hier haben wir noch, aber hier noch. Boah, wenn ihr sehen könntet, wie ich jetzt gerade mein Pferde krumm halte, um das zu sehen, obwohl das gar nichts bringt. Oh. Hier noch ein bisschen mehr. So. Ja. Aber es sind auf jeden Fall schon mal diese Ränder hier, die meins sind. Ah. Also muss da jetzt eine höhere Zahl kommen. Komm schon, ich will eine höhere Zahl sehen. Das hat gereicht, wenn die meinen. Ja. Dann ist egal, wenn das reicht, dann reicht das. Ich glaube, Zeder wäre eine geile Farbe für. Dann blau, grün, rot, gelb. Ich glaube, blau passt dazu. Dach nehmen wir. In dem grünes Dach. Den bauen wir dann hier so. Ne? So. So bauen wir den hin. Montieren. Hallo? Montieren. Ah. Ich jetzt schaukeln? Nö. Rutschen wenigstens? Auch nicht. Aber so ist gut. Ein Karussell. Oh, nehmen wir den so, wie der ist. Hier.
Und so eine kleine Wippe. Packen wir mal. Ja, und das packen wir hier hin. Wollt ihr nicht irgendwie noch so einen Fußballplatz oder sowas haben? Ich bin immer noch Jesus. Ich kann immer noch übers Wasser laufen. Nice. Ja, es ist fertig. 5200. So, dann haben wir wieder zwei neue Aufgaben. Es sind wieder Weihnachten. Boah, ich hätte auch wieder voll Bock auf Weihnachten. So, sehr geehrte Damen und Herren, mein Winterhaus lag mir schon immer sehr am Herzen. Eine tolle Aussicht und tolle Privatsphäre. Was braucht man sonst noch? Leider gefällt es mir seit den Ereignissen des letzten Weihnachtsfests nicht mehr. Ich wollte mein Herz wie ein Idiot verschenken und konnte die festliche Umgebung danach nicht mehr ertragen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich verließ das Haus, ohne etwas zu tun. Dieses Jahr habe ich aber jemand Besonderes kennengelernt und wir möchten zusammen Weihnachten feiern. Ich habe leider nicht die Zeit, mir das Haus vorher anzugucken. Kannst du es also bitte für mich vorbereiten? Ich glaube, dass eine Reinigung und ein paar neue Dekorationen reichen werden. Frohe Weihnachten. Mikey George. Klingt schon auf jeden Fall sehr, sehr nett. Oh, geil, das ist dieses Haus. Oh, geil. Das wollten wir auf jeden Fall auch nochmal kaufen. So, das weiß ich noch auf jeden Fall. Oh, das sieht ja richtig nice aus. So, warte mal. Hier, Schneeschaufeln. Der ganze Schnee weg. So, weg. So, da haben wir irgendwo noch Dreck. Ja. Im Winter mit dem Wasserschlauch da spritzen. Wird definitiv kein Eis sich bilden, nein. Wer was anderes behauptet, der ist Aluhutträger. Da wird sich definitiv kein Eis sich bilden. Was, hier haben wir wieder sehr viel Müll. Hier weg. Nice. Dann haben wir hier noch Dreck. Gucken wir draußen rum. Aber immerhin brauchen wir hier nicht den Rasen zu mähen. Aber ich finde es schade, dass hier kein Schnee, dieses Knirschen ist, wenn man da über Schnee läuft. Finde ich so schade. Hätten die diese Teil auch noch mit reingebracht. Das wäre so schön, so geil. So. Gibt es hier irgendwo noch einen Schneeberghügel? Boah, aber das ist so ein schönes, geiles Winterhaus. Wir haben. Nur nicht den ganzen Dreck hier. So, wo haben wir hier alles?
Da ist noch jede Menge Dreck. Boah, wollen wir demnächst, sobald wir das Palast hier fertig haben, den hier als nächstes versuchen zu kaufen? Ihr müsst nur sagen, ja oder nein. Und ich werde es trotzdem kaufen. Ich will es irgendwie haben. Die müssen auch entsorgt werden. Sehe schon. Er muss entsorgt werden. Das hier muss weg. So. Muss noch verkauft werden? Hier nicht. Hier muss Gegenstand verkaufen. Das da. Elektrischer Biokamin. Der muss weg. Okay. Haben wir Kerzenhalter. Was ist denn der? Ja. So, Stuhl mit Muster, Idara. Aha, alle 6. So, und der Esstisch. Die müsste ich entfernen. So, hier unten gibt es sonst nichts mehr zum Reinigen. Hier waren wir schon. Dann war hier. Räume den Müll auf. Und Gegenstand. Kaufen gibt es hier nichts. Haben wir hier noch mal ein kleines Badezimmer für Gäste mit Sauna? Ich will das Haus haben. Hängt schief, aber ist nicht mein Problem. Und hier Arbeitszimmer auch noch mit Bett machen wir mal. Oha. Oh, hier haben wir noch was. Alle Schnee haben wir noch nicht entdeckt. Zum Entfernen. So, machen wir hier wieder zu. Was haben wir denn hier? Da liegt noch was. So, Gegenstand verkaufen. Fahrrad von Fess. Den muss ich noch da lassen. Der muss verkauft werden. Der und der. Sauber machen wir gleich. Da hinten noch was. Ja, hier gibt es noch was. Den stellen wir mal richtig hin. Irgendwo liegt hier noch Müll, was ich noch nicht entdeckt habe. Keine Ahnung, wo hier noch Müll liegen soll. Ich mache den hier eben einfach mal ganz schnell so. Da ist Müll. Kann ich den sauber machen? Den Raum. Das Zimmer ist fertig. Dann können wir das hier eben auch schnell alles reinigen. Oh.
Dann hier den Raum noch ganz schnell. Picobello. Denk hier fest. Oh, hier alles noch sauber machen. Den Raum noch schnell blitzblank machen. Dann haben wir hier noch das Badezimmer. Die Sauna. Und das Arbeitszimmer. Hier. Da liegt noch irgendwo Müll. Wer denn nicht? Das war die Pflanze. Ah, okay. Boah, das ist schon nice hier. Ich will das Haus haben. So, dann gehen wir mal hoch. Ah, hier gibt es auch noch mal Schnee. Da haben wir es durch. Hier gibt es auch nochmal. Nice. Und hier auch nochmal mit einem Wasserschlauch drüber gehen. Hier Badezimmer auch noch mal polieren. Hopp, fertig. Oder? Gegenstand verkaufen. Hängeschrank. Der muss entfernt werden. Den muss ich verkaufen. Der. Komplette Badezimmer verkaufen. Den muss ich nicht entfernen. Gegenstand verkaufen, die Dusche Kors. Modifiziere die Wände, sprechen mit den Farben weiß, Wandfliesen legen graue Steinpaneele. Okay. Das lasse ich mal offen. Und gehe jetzt hier rüber. Ach. So, die Weihnachtsbaum. Irgendwo noch Müll rum. Hat die noch nicht gesehen. Ah ja, genau. Bett machen. Das hier weg. Nehmen wir den Müll auf. Ach, da. Ding schon verkaufen. Weihnachtsgelande. Oh, mein Fenster reinigen. Da unten auch noch. Können wir runter? Okay, nice. Und dann das hier. Boah, bei solch großen Fenstern, die Steuerung mit der Maus. Das musst du ja mit der Maus machen. Hier. Mit dem hier. Ist das so hakelig. So unbequem, ey. Und das wird noch. Da, ja. Und das findest du noch. So. Hier haben wir Fenster gereinigt. Hier muss ich keine Fenster reinigen, das ist gut. Hier sitzt du nicht mal im Fenster. Die muss ich nicht reinigen. Ist auch gut.
Auch nicht. Der auch nicht. So. Ach, da muss ich noch was verkaufen. Das ist irgendwo noch eine. So, Treppe ändern. Dann Verzierung. Details, ja. Wenn das Lämpchen, ja. Dann hier noch ein Rot. Und da noch ein Blau. Und dann erneuern. Nice. Sieht schon nice aus. Wir fangen mit dem Raum an. Fahrrad von Fats Pinkes brauchen wir hier. Aufgaben. Wo bin ich hier? Das hier. So, den nehmen wir. Heute dahin. Und ja, komm, wir nehmen das so, wie das ist. Eins und zwei. Dann sind wir mit dem Raum durch.